City in Emilia Romagna. Neben mir steht Nick, der ist in dieser Region in Italien geboren und aufgewachsen. Ciao a tutti. Und wir zeigen euch heute, was man alles so in der Emilia Romagna so machen kann. Und wo fangen wir an? Wir fangen mit Bologna an. Das ist die Hauptstadt der Emilia Romagna. Okay, avanti. Ich habe Lust auf einen Kaffee. Das heißt, wo gehen wir am besten hin? Okay. Wir gehen zu Caffè Terzi, der beste Kaffee von Bologna, Espresso. Sehr gut. Grazie. Die Sehenswürdigkeit, die ihr euch unbedingt anschauen solltet, wenn ihr in Bologna seid, sind die Due Torri. Und auf den höchsten von den beiden, der Torre Asinelli, den könnt ihr besteigen und von dort habt ihr eine sehr schöne, wahrscheinlich die beste Aussicht über Bologna. Mittlerweile habe ich dann doch etwas mehr Hunger bekommen und Nick hat gesagt, wir müssen unbedingt hier hingehen. Warum? Ja, weil das hier ist die Osteria del Sole, das ist die älteste Weinbar von Bologna. Und das Schöne hier ist, dass du nur das Trinken kaufst, also ein Glas Wein 2 Euro und du kannst alles bringen, was du willst zum Essen von außen. Okay, dann fangen wir mal an zu schlemmen. Ja, buon appetito. Ich bin jetzt im Autodromo di Modena angekommen und steht schon das Schätzchen, mit dem ich gleich fahren darf. Nachdem ich nun Ferrari gefahren bin, gucken wir uns noch ein paar andere schöne Ferraris hier im Museum in Maranello an. In der Osteria Stallo del Pomodoro und ich bin jetzt hier in der Küche mit dem Koch Max und der zeigt mir jetzt ein paar Sachen, die er hier so kocht. Vielleicht kann ich auch so ein bisschen was ausprobieren. Cappelletto grande. Big Cappelletto. Ja, nachdem wir nun die ganzen Spezialitäten der Emilia Romagna gesehen haben, gehört natürlich auch ein Dessert dazu. Was passt da besser als Gelato? In diesem Sinne? Prost! Gelato, Tortellini, Ferrari und natürlich Tifosi. Heute geht es also ins Stadion. Zu welchem Spiel? Zu sehen San Maurese Rieti. Okay. Und dort werden wir die Mannschaft anfeuern? Forza San Maurese, ja genau. Los geht's. Heute wird es aktiv. Wir gehen nämlich heute wandern. Das ist Riccardo, mein Wanderführer. Und wo gehen wir heute hin? In welchen Park? Im Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Okay, also auf geht's in die Natur. Mountainbiking, auch das kann man in der Emilia-Romagna tun. Das heißt, wir sind jetzt hier auf der Grenze zwischen Emilia-Romagna und der Toskana. Und ich bin hier mit dieser Gruppe. Genau, das ist Alvaro, Andrea und Massimo. Und wir gehen jetzt hier ein bisschen Mountainbiking. Was ist das Wichtigste nach dem Radfahren? Natürlich das Essen. Deswegen hat Alvaro jetzt hier für uns aufgetischt in seinem eigenen Restaurant, wo man direkt nach dem Fahrradfahren sich schön wieder die Kalorien reindrehen kann, die man sich vorher abtrainiert. Wenn man dann doch einmal genug haben sollte von der Emilia Romagna, kann man immer noch ins Ausland gehen, nämlich nach San Marino, seines Zeichens die älteste Republik der Welt. Was in Italien natürlich nicht fehlen darf, ist der Strand und auch den gibt es in der Emilia Romagna in Form von Rimini.
Und sind wir auch schon wieder zurück in Bologna. Und das war diese Folge von der Emilia Romagna. Ja, kommt uns besuchen in Emilia Romagna. Vi aspettiamo. Ciao, ciao, ragazzi. Wenn du noch mehr coole Reisevideos sehen willst, dann vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, arrivederci.